Wir wollen jetzt zu Stuttgart 21 kommen und zur Verkehrspolitik. Lange Zeit war die Rede davon in den letzten Jahren, dass es in Baden-Württemberg mal eine schwarz-grüne Koalition geben könnte. Mittlerweile ist klar, wenn es sie denn gegeben hätte oder geben würde, wäre es nicht die erste. Aber vor allem kam dann die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke und vor allem kam dann auch Stuttgart 21 mit all dem, was wir kennen. Wir wollen uns also nicht zu sehr in die Details der Verkehrspolitik jetzt verstricken, aber an Frau Federle die Frage, können Sie sich trotz Stuttgart 21 noch vorstellen, dass CDU und Grüne im Land miteinander regieren? Ja, kann ich. Ich schließe das nicht aus. Ich denke, das kommt immer darauf an, wie man sich in der Atomenergie, in der Atompolitik jetzt nähern kann. Ich denke, abschalten kann keiner von uns jetzt einfach alle Atomkraftwerke. Und ich finde es völlig falsch, im Voraus, bevor eine Regierung gewählt worden ist, irgendwie eine Koalition auszuschalten. Dass wir gegen Stuttgart 21 gehen, auch nach Verschlichtung weiter, das war auch zu erwarten. Welche Bedeutung hat das jetzt einerseits für Sie nach dieser Atomkatastrophe jetzt noch das Thema Stuttgart 21? Und vielleicht noch mit, was würden die Grünen tun, würden Sie das Projekt stoppen, wenn Sie an der Regierung beteiligt wären? Also wenn ich ganz kurz noch einen Nachklapp zu den Studiengebühren machen darf, wenn ich Lisa Federle richtig verstanden habe, möchte sie jetzt nachwirken für ihr Medizinstudium noch Studiengebühren zahlen. Das würden wir ihr nicht zumuten wollen. Da hätte ich auch kein Problem mit, aber ich habe früher auch weniger Kindergeld gekriegt für meine vier Kinder wie jetzt. Also gleich sich dann wiederholen. Für die Frage nach Stuttgart 21, was wir da jetzt machen wollen. Also wir werden alle Möglichkeiten, die sich auftun, prüfen, um dieses Projekt nach wie vor zu stoppen. Wir glauben, es ist völlig unverhältnismäßig im Preis. Auch dann, wenn man sieht, was das Projekt nachher wirklich zu leisten vermag. Und wir werden stattdessen weiter dafür werben, dass dieses wesentlich günstigere, wesentlich effektivere Modell K21, also der Erhalt des Kopfbahnhofes in einer modernisierten Form, das werden wir weiter anstreben. Wir vertrauen darauf, dass wir gemeinsam mit der SPD den Weg gefunden haben über die Volksabstimmung, die wir initiieren werden. Dann werden nochmals alle Zahlen offengelegt, dann wird auch endlich mal das Projekt Stuttgart 21, also Neubaustrecke und Tiefbahnhof, von den ganzen Folgeversprechungen getrennt, die gemacht werden, also die Elektrifizierung von Südbahn oder der Strecke nach Balingen, die permanent versprochen werden, die aber mit dem Projekt nichts zu tun haben und die auch keinerlei Gelder in irgendeiner Form bereitgestellt sind. Deshalb werden wir dafür werben, dass es diese Volksabstimmung gibt. Warum will die CDU, warum wollen